Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und wird das Horoskop anderes berechnet. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne und Mond, auch die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatung an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr, weil kommt die Bankgebühr dazu bei der Überweisung. Liebe Saitirina, ich grüße dich. Das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du gerade siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In ein Geburtshoroskop, in diesem Bild, ändert sich nichts. Das bleibt so. Und das zeigt die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist dein Seelenplan. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich aber. Bei dieser Art von Bewegung ist eigentlich nicht die Sonnenbewegung, sondern das macht unserem Planet Erde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Und diese Bewegung, was man Transit nennt, löst etwas aus im Horoskop. Und das können wir Monat zu Monat betrachten, was das genau ist. 1. Mai. Sonne befindet sich im Widder. Hier ist die Lebensenergie, auch ein wichtiges Thema gerade. Das ist die Widderenergie, Neuanfang, Begeisterung, Kraft und Mut. Und dann kommt noch dazu die Lebensbereich, wo du das erlebst. Das sind deine Kinder, kann auch Enkelkinder bedeuten oder das innere Kind, Erinnerungen an die eigene Kindheit. Hier liegt auch die schöpferische Kraft und Lebensfreude. Genau hier bewegt sich auch Uranus, viel länger als die Sonne, und bringt dir Umbrüche, Veränderungen und unerwartete Ereignisse. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Gehört auch Bewegung dazu, wie zum Beispiel Auto oder Sport. Mars ist männlich und bedeutet auch ein bestimmter Mann oder Männer, Kontakt zu Männern. Das kann Liebe, Partnerschaft sein, aber auch andere Kontakt zu Männern, wie zum Beispiel Kollegen oder Nachbarn oder jemand von Verwandten. Mars ist die Kraft, das habe ich gesagt, und das ist auch die Durchsetzungskraft. Und das brauchen wir auch, weil wir müssen uns behaupten im Leben. Mars bewegt sich im Stier. Natürlich kommt die Stierenergie dazu, die Tage genießen, die Ruhe bewahren, in Ruhe liegt die Kraft. Aber der Lebensbereich spielt auch eine sehr wichtige Rolle und das erlebst du, dieser Mars-Einfluss im Alltag oder im beruflichen Umfeld oder hast du Themen mit Gesundheit. Mars steht astromedizinisch zum Blutbildung und Muskulatur. Rahu und Ketu ist sehr wichtig. Die beiden bilden sich eine Drache. Und hier machen wir karmische Erfahrungen. Aber diese Drache ist getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten. In deinem Geburtshoroskop befindet sich die Drachenkörper, diese absteigende Mondknoten oder Ketu im Krebs im 8. Lebensbereich. Hier hast du karmische Themen, karmische Erinnerungen. Im Geburtshoroskop ist auch Sonne hier, Merkur und Pluto. Das kann solche Erinnerungen sein, dass du deinen Vater verloren hast.
Und wenn du solche karmischen Erinnerungen hast, weil du hast erlebt, dass im früheren Leben entsteht natürlich Verlustangst. Diese Urangst, und hier im achten Lebensbereich kommt die Transformation, diese Angst loslassen und im Vertrauen bleiben. Die Drachenkopf, das, was die Seele sucht, weil das fehlt und macht neue Lebenserfahrungen, das hast du hier im Steinbock im zweiten Lebensbereich. Und das bedeutet, deinen Gefühlen ernst zu nehmen. Oder du sollst ernst genommen zu werden, zu deinen Werten stehen und die Finanzen in Ordnung bringen. Unser Planet Erde bewegt sich in deinem Geburtstag auch hier im Steinbock. Gaia symbolisiert die Erde und das heißt, hier manifestiert sich etwas. Da hast du die karmischen Themen zu deinen Werten zum Stehen, Wertschätzung verlangen, auch von anderen, und die Geld in Ordnung zu bringen, und das wird sich hier manifestieren, und das aus deiner eigenen Kraft. Diese Mondknoten, beide bewegen sie sich auch und löst auch karmischen Themen aus. Ketu, was die alten karmischen Erinnerungen hervorruft, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch im Schütze. Und das hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun. Und Rahu, die neue Weg, die Lebenserfahrung, was du gerade brauchst, weil das befreit dich, diese aufsteigende Mondknoten oder Drachenkopf, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch in Zwillinge und aktiviert bei dir Thema Liebe, Partnerschaft. Jupiter vermehrt etwas und vertritt auch die Gerechtigkeit und haben wir oft bei Jupiter Einfluss auch rechtlichen Themen. Jupiter bringt Glück, schenkt uns Optimismus. Jupiter bewegt sich in Skorpion und ist gerade rückläufig. Und diese Rückläufigkeit heißt entweder Rückzug, dass du momentan nichts vermehren sollst, sondern eher festhalten an etwas oder zurückhaltend sein. Aber bedeutet auch karmischen Themen und Erinnerungen. Und hier im 12. Lebensbereich schauen wir in die tiefe Geheimnisse des Lebens. Und der 12. Lebensbereich hat auch mit Karma was zu tun. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet der Karma, bringt etwas in Form, belehrt uns, auch manchmal schränkt uns ein. Saturn ist auch rückläufig gerade und das heißt, wenn du etwas verändern möchtest im Leben, schicksalhaft oder möchtest schicksalhafte Entscheidungen treffen, dann sollst du noch etwas überprüfen. Oder noch warten, geduldig zu sein, kann auch diese Rückläufigkeit karmischen Themen oder Vergangenheit auch bedeuten. Saturn ist im Schütze, hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun. Pluto ist auch hier. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun oder karmischen Themen. Und Pluto heißt alles oder nichts. Konzentrier auf die Wesentlichen. Was ist jetzt bei dir wesentlich? Das sind die Schütze-Themen, dass du etwas in Bewegung setzt oder hast du Lebenserfahrungen im Ausland. Bedeutet auch, dass du Wünsche, Ziele hast und das sollst du ernst nehmen. Und das ist die Konzentration. Also konzentriere auf deine Wünsche, konzentriere auf die Wesentlichen. Und Pluto sagt hier klar und deutlich alles oder nichts. Venus verschönert etwas. Bei Venus Einfluss haben wir Thema wie Liebe, Partnerschaft oder dass wir etwas in Harmonie bringen oder sind wir kreativ oder haben wir Kontakt mit anderen Frauen. Venus ist aber unsere eigene Weiblichkeit.
Also das sind die Venus-Themen und Venus bewegt sich in Fischen. Natürlich kommt die Fischenenergie dazu und da handelt es sich um unsere Gefühle, dass wir Angst loslassen und im Vertrauen bleiben. Und aktiviert natürlich Themen wie Liebe, Partnerschaft und hier im Lebensbereich, vierter Lebensbereich, ist nicht nur diese Basis, dieses Fundament wichtig, sondern die Wohnsituation und es ist möglich, dass du verschönerst etwas zu Hause. Hier bewegt sich auch Merkur und lernen etwas, das ist das Wissen, dieses praktische Wissen ist diese Merkur-Energie oder ein Vertrag oder Gesprächen über deine Wohnsituation. Mond ist auch hier. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle, aber auch unserem Alltag. Mond steht zur Mutter, zur Mütterlichkeit, Vater. Sonne symbolisiert die Vater, Mond symbolisiert die Mutter. Durchaus möglich ist auch Erinnerungen oder diese Mütterlichkeit. Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, dass wir das glauben. Neptun ist im Wassermann, natürlich kommt die Wassermann-Energie dazu, die Ideenreichtum, auch dieses Gefühl zu haben, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein und auch ein gewisser Freiraum und Weitblick. Und das, was du hier lernst im dritten Lebensbereich, ist die Schule des Lebens und dieses Vertrauen zum Bleiben. 2. Mai. Mond steht in Verbindung zum Venus. Die wirken zusammen. Thema ist Liebe, Partnerschaft, Schönheit, Kreativität. Hier im vierten Lebensbereich, du gründest etwas oder die Liebe gibt dir die Basis, die Fundament oder du verschönerst etwas zu Hause für dein Wohlbefinden. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung. Aktiviert Gefühle und bei Merkur handelt es sich Lernen mit unseren Gefühlen umgehen oder Gespräche, Kommunikation mit Gefühlen oder über Gefühlen. Mond hat einen Einfluss auf unserem Inneren, auf unserem Unbewussten und Merkur ist der Planet, der handelt, dass wir intuitiv handeln sollen. 4. Mai ist Neumond im Widder, das heißt Mond übergeht im Widder, hier trifft Sonne und Mond. Exakt um 23.46 Uhr. Thema sind Widder, also Neuanfang oder Begeisterung oder Kraft und Mut. Die Neumond zeigt aber etwas, nicht so stürmisch, wie ein Widder das gerne mal macht, sondern zurückhaltend sein. Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, Themen sind hier Kreativität, Lebensfreude und Kinder. 5. Mai ist Merkur im Widder. Merkur steht mit Jugend in Verbindung, also hier sowieso um Kinder und Jugendliche geht, entweder Themen mit eigenen Kindern oder Nachdenklichkeit an eigenen Kindheit oder inneren Kind. Bei Merkur-Energie handelt es sich auch um Gespräche, Handlungen und hier liegt auch die schöpferische Kraft, auch die Lebensfreude. 6. Mai übergeht Mond im Stier und aktiviert Themen, was mit dem Alltag was zu tun hat, aber auch Pflichten, Arbeit und Gesundheitszustand. Und das kann auch bedeuten, dass du jetzt auf die inneren Ruhe, auf die inneren Gleichgewicht achten sollst. Kommt noch die Stierenergie dazu, die Ruhe zu bewahren. 7. Mai übergeht Mars in Zwillingen. Aktiviert bei dir Liebe, Partnerschaft und bei Mars-Energie handelt sich um einen Mann.
Das ist entweder dein Partner oder, wenn du alleine lebst, ist die Möglichkeit und Chancen, da jemand kennenzulernen. 8. Mai steht Mond und Mars in einer Verbindung. Mond übergeht in Zwillinge und trifft Mars. Und das kann seinen Gefühlen sein, das kann auch bedeuten, dass dieser Mann etwas hervorruft in deinen Gefühlen. Bei Mars kommt oft auch der Impuls. Impuls und hier in unserem Gefühlszustand kann natürlich auch sein, dass wir sehr energisch reagieren, weil wir Wut haben, also das darf man auch nicht vergessen. Im selben Tag, also um 8. Mai, ist Merkur und Uranus in Verbindung. Und das ist auch ein Zusammentreffen und sie wirken zusammen. Und das heißt, unerwartete Ereignisse, plötzliche Veränderungen im Bereich, was die Kinder, Kreativität, Lebensfreude betrifft, kann auch bedeuten, dass eine Nachricht kommt und dadurch verändert sich etwas. 10. Mai übergeht Mond im Krebs. Hier hast du natürlich auch karmische Themen im Geburtshoroskop. Aktiviert Mond, deine Sonne, dein Merkur, dein Pluto und auch dein Mondknoten. Und in diesem Lebensbereich handelt es sich um Loslassen, handelt sich um Todesfall auch oder erbschaftliche Situation, aber keine Angst, weil das ist nur in seltenen Fällen passiert, sondern hier ist wichtig, im Inneren Kraft zu bleiben und von Gefühlen verabschieden wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Hier sind die Erneuerungsprozesse. Mai ist Venus im Widder. Venus aktiviert hier Liebe und Lebensfreude oder deine Kreativität oder in Bezug zum Kinder und das ist ein Mädchen, also weiblich. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond ist Spannung. Dieser Halbmond ist exakt um 2 Uhr und 12 Minuten. Fehlt die Erde-Element, fehlt die Sicherheit und Stabilität. Hier handelt es sich um das Loslassen. Und in diesem Tag kommen die Ängste wie Verlust, Angst und neigst du dazu, etwas festhalten. 13. Mai übergeht Mond im Löwe. Natürlich wird die Löwe-Energie, dein Selbstwertgefühl, hier hast du auch Venus im Geburtshoroskop, das braucht deine Weiblichkeit, du als Frau im Mittelpunkt sein, wahrgenommen zu sein. Hier wird von Mond aktiviert und das beeinflusst auch deinen Gefühlen. Themen kommen dazu wie Reisen, Ausland, Spiritualität. Das ist eine zunehmende Mondphase. Bei zunehmender Mondphase vermehrt sich etwas oder wir können etwas starten, was vermehren soll. 15. Mai übergeht Mond im Jungfrau, aktiviert hier folgende Themen. Anerkennung, Ansehen, Respekt, Status, Ziele, Zielerreichung, Öffentlichkeit und Berufung. Dann kommt die Jungfrau-Energie dazu, Heilung, Reinigungsprozesse und auch kluge Entscheidungen, etwas lernen, das ist auch Wissen. 16. Mai übergeht Sonne im Stier und beginnt ein neues Monatsthema, weil hier fließt dann die Lebensenergie. Außerdem Sonne steht in Verbindung zu unserem Augen, klar und deutlich sehen etwas, erkennen etwas oder steht Sonne auch zu unserem Herz und das mal betrachten, unserem Herzensangelegenheiten und wirkt natürlich die 6. Lebensbereich und das heißt Gesundheit oder die Alltagsbewältigung und die Arbeit. 17. Mai ist Mond im Waage
und aktiviert Themen wie Wünsche und Sehnsüchte. Aber auch Gruppen von Menschen, Freundeskreis. In deinem Geburtshoroskop hast du hier Mars im Waage und das entspricht deinen Wünschen, deine Hoffnung an einen bestimmten Mann oder Glück in die Liebe, Partnerschaft. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Vollmond bedeutet, das wird beleuchtet. Schau da genau hin und das ist exakt um 22:11 Uhr. Im selben Tag steht Venus mit Uranus in Verbindung. Venus-Uranus hier im Widder im 5. Lebensbereich. Unerwartete Ereignisse, Veränderungen. Das betrifft entweder die Venus-Energie, die Liebe, Partnerschaft und Lebensfreude oder die Kinder. Ist aber dieses Kind weiblich, ein Mädchen. 19. Mai übergeht Merkur im Stier. Bei Merkur Einfluss haben wir Handlungen, Terminen, Gesprächen oder Verträge. Lebensbereich ist Arbeit oder Gesundheit, entweder Vorstellungsgespräch, Arbeitsvertrag oder Arzttermin. Mond ist in Skorpion. Und das ist wichtig, Rückzug, die innere Ruhe auf dein Seelisches zum Achten oder die tiefen Geheimnisse des Lebens betrachten, Erkenntnisse gewinnen. Das ist eine abnehmende Mondphase. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Jupiter vergrößert, also spürst intensiver die Gefühle und hier im Skorpion sowieso. Weil Skorpion gehört zum Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle und hier schaut man in die Tiefe. Das ist auch eine Art Transformation, Angst, Zweifel, Schuldgefühl loslassen und übergehen auf den positiven Gefühlen wie Dankbarkeit, Begeisterung, Vertrauen, Hingabe, Zärtlichkeit und Liebe. 21. Mal ist Mond im Schütze. Das hat einen Einfluss auf dich selbst. Mond aktiviert deine Sehnsüchte, dein Unbewussten, deine seelischen Bereich, deinen Gefühlen. Mond löst auch Wechselhaftigkeit aus, wechselt sich die Stimmung. Das ist auch möglich, dass andere dich in diesem Tag genauso wahrnehmen. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung und Saturn belehrt dich, deinen Gefühlen ernst zu nehmen und die innere Ruhe bewahren. Du brauchst eine Struktur und achte auf deine eigenen Gefühle. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung und bei Pluto gibt es kein Vielleicht. Pluto sagt alles oder nichts. Pluto zeigt dir, bleib konzentriert, konzentriere auf den Wesentlichen und das bist du gerade du selbst und achte auf deine Gefühle, Angst loslassen. 24. Mai ist Merkur in Diamant und das heißt, es klärt sich etwas auf. Es kommt etwas im Glanz und beschleunigt etwas und das erlebst du hier im Stier. Das handelt sich um Themen wie Besitz und Finanzen. Außerdem, die 6. Lebensbereich kommt noch dazu, Alltag, Beruf und auch bei Gesundheitszustand klärt sich etwas auf oder kommt Heilung. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock. Aktiviert bei dir Themen wie Werte und Finanzen. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann. Das ist Spannung, Spannung mit Verwandten oder im Internet oder mit Nachbarn oder bei den Informationen. Entweder kommt etwas auf dich zu und das entspricht nicht die Wahrheit oder du möchtest jemand überzeugen, kannst aber nicht. Und entsteht Missverständnisse.
Dieser Halbmond ist exakt am 17.34 Uhr. Es fehlt die Feuerelement, es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut, es fehlt die Begeisterung. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung. Sie haben Ähnlichkeit, Mond und Neptun. Handelt sich um unseren Seelenbereich, unseren Träumen, unserem Inspiration, unserem Kreativität, unserem Intuition. Neptun lässt unserem Träume leben und Mond aktiviert das alles. Ist gut möglich, dass wir hier einen Traum haben und oft ist ein Traumbild die Sprache der Seele. 29. Mai ist Mond im Fischen, aktiviert bei dir Themen, deine Wohnsituation oder brauchst einen gewissen Rückzug auf deine Gefühlen achten. Immerhin ist die Tierkreiszeichen Fischen, hat auch mit Gefühlen etwas zu tun, das ist Wasserelement, weil das gibt dir die Basis, die Fundament. Und 31. Mai ist Mond im Widder. Das kann ein Neuanfang bedeuten oder mehr Lebensfreude oder mehr Kontakt zu Kindern. Liebe Saitirina, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.